Der eine oder andere von Ihnen, der mit der Firma Schiedl Fertigteilkamine zusammenarbeitet, kennt diese Struktur, sicherlich mittlerweile auch von anderen Anbietern entsprechend erhältlich. Bei Schiedl heißt es halt Kingfire. Das ist das, was die Arbeitskreise entschieden haben, was wir eingebaut haben. Das heißt also Classico, Linear, Rondo, Grande sind alle zur Verfügung. Zusätzlich dazu noch schaltbar entsprechend das Kaminzubehör und die Funkenschutzplatte. Bitte Achtung, diese Steuerung ist je Kamin möglich. Und sie ist unabhängig davon, ob Sie sagen, Sie wollen, und das sind eben diese Schiedel, Anführungszeichen, Systemkamine, ne, die es für verschiedene Raumhöhen gibt, unabhängig davon, ob Sie sich jetzt entscheiden, dass Sie sagen, Sie wollen diese Kamine mit allen Varianten entsprechend innerhalb der Planung darstellen. Jetzt ist es natürlich so, jeder von Ihnen, der den Kunden ins Haus reinschauen lässt oder durchlaufen lässt, also in meiner Welt an sich, jeder von Ihnen wird das Ganze natürlich optisch entsprechend darstellen. Das heißt, Sie würden den entsprechenden Kamin einfach über den Schornstein setzen, sodass der Rauchzug entsprechend im Kamin ist. Und diese Darstellung eben mit allen schönen Modellierungsgeschichten ist für die Optik vorhanden. Für die Kalkulation ist das egal. Sie können, Sie müssen nicht. Und Sie sind eben in der Lage, einfach den integrierten Kamin je Schornstein zu steuern. Soll also nochmal übersetzt heißen, wenn Sie vier Kamine haben und oder vier Schornsteine haben und nur in einem oder in zwei kommen die Kamine rein, dann ist das genauso entsprechend abgebildet. Bedeutet natürlich für jeden jetzt nochmal in der Vollständigkeit, was die Kalkulation angeht, das Ganze ist in Branchenmodell massiv und Holz komplett hinterlegt. Die entsprechenden Steuerungen sind drin, die Positionen sind entsprechend hinterlegt. Wir können hier einfach mal nach den Kingfire-Kaminen suchen. Die sind komplett textuell belegt, die gesamte Berechnungsalgorithmik ist hinterlegt, es sind die aktuellen Preise drin. Es ist alles wieder bis zum kompletten Angebotstext, bis zur dynamischen Baubeschreibung so hinterlegt, dass alles das inklusive Beschreibung, inklusive Bepreisung, inklusive Angebot, Baubeschreibung, tutti completo im Branchenmodell 23 enthalten ist, inklusive eben, wenn Sie mögen, auch der optischen Darstellung, in dem Falle sogar für unterschiedliche Geschosshöhen. Und die Kalkulationskollegen auch hier, die wissen, der Kamin hat eine entsprechende Gutschrift des Schornsteins mit drin. All das ist alles automatisch natürlich in den Branchenmodellen schon drin. Dadurch, dass viele von Ihnen außerdem sich gewünscht haben, dass es noch Eck- und Panoramakamine gibt, sind die ebenfalls entsprechend ergänzt worden. Die gibt es einerseits in den raumhohen Ausführungen und in den Ausführungen entsprechend als Raumteiler. Das heißt also, diese ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten, die hier dort für diese Eckkamine und für die Panoramakamine jeweils mit und ohne Platte entsprechend vorhanden sind, sind zusätzlich hier mit natürlich auch den ganzen Einzelteilen in allen Ausführungen entsprechend hinterlegt, können genauso gesetzt werden. Auch wenn es sicherlich an sich nicht nötig wäre, das nochmal zu sagen, ne, mit der Leertaste können Sie entsprechend das Ganze drehen. Ne, mit Shift-Leertaste sagen Sie, welchen Ansprungpunkt wollen Sie. Und wenn Sie es eben jetzt hier an den Kamin setzen würden, könnten Sie mit AA sowas auch axial setzen, weil natürlich dann entsprechend die Panoramakamine logischerweise, ne, dann vor dem Schornstein positioniert werden, anders als die Systemkamine, die Kingfire, die entsprechend dann den Schornsteinzug in diesem Geschoss entsprechend ersetzen. Das ist die Änderung. Version 23. Nochmal kurz zusammengefasst. Schornsteine komplett neu. In jedem Geschoss kann es einzeln gestartet werden. Wenn Sie eigene Schornsteinsymbole haben, bitte prüfen Sie, ob das Ganze entsprechend funktioniert. Im Video wird gezeigt, wie Sie es ändern könnten. Das Ganze komplett durchgeschleift bis hin zur Mengenermittlung. Sie haben wahrgenommen, ne, über das Icon jetzt neben dem blauen Eurozeichen können Sie die VI-Massen und Mengen öffnen. Wenn Sie selber unsicher sind, ob Sie es haben oder nicht, im Manager einfach mal unten gucken. Da sind die freigeschalteten Produkte ersichtlich. Gleichzeitig sehen Sie es, wenn es ausgegraut ist, ne, dann ist es auf Ihrem Dongle nicht freigeschaltet.
Auch hier die gesamten Mengen werden entsprechend übernommen. In der Kalkulation Holz und Massiv alles komplett neu, einzelne Schornsteinliste mit den entsprechenden Einzelsteuerungen für eben das Thema MFH mit unterschiedlichen Schornstein- und Kaminzügen. Grundsätzlich die Möglichkeit, die Einbaukamine Kingfire entsprechend mitzuschalten, inklusive allem Zubehör, inklusive allen Preisen, allen Angebotstexthinterlegungen, alles entsprechend fertig. Zusätzlich natürlich alles entsprechend in der 3D-Planbar, hauptsächlich eben mit dem Fokus Panorama durchgehen, Cloud dem Kunden das Ganze zeigen, Virtual Reality etc. Und zusätzlich zu den Systemkaminen eben genauso noch Eckpanoramakamine und klassische Panoramakamine. Viel Spaß beim Nutzen der neuen Möglichkeiten.